Und zwar testen wir Nekromunda Hired Gun. Wenn das OBS mal das erkennen würde, bitte. Ah, danke. Ah. Ich kenne absolut nichts von Spielen und ich habe mir gesagt, so, ich habe sehr viele Spiele auf meiner Liste, ne, die ich halt eben so absolut nicht kenne. Und die will ich jetzt einfach mal austesten. It is the 41st millennium and mankind rules the stars. This sprawling empire is powered by hive worlds. Gargantuan planets of industry. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. With cities that rise from the ash wastes, like sheer mountain peaks, spire upon spire, tower upon tower. The hives climb so far above the poisoned clouds, they cleave the heavens. And what nightmares may come in these hive cities, where humanity has been allowed to grow unchecked in its teeming billions. Okay. Also das Intro sagt mir jetzt nicht mal ansatzweise, ob ich das Spiel spielen will oder nicht. Spiel, ich drücke Enter. Danke. Passt mir. Ah, danke dazu fürs Trinken. Also auch erstmal, dass ich das Spiel überhaupt starte, ne? Ich muss es wahrscheinlich leiser machen. Und die Grafikeinstellungen. Ja, genau, ich will niedrig haben. Auflösungsperfekt. Das Schwert sogar DLSS, wow. Ja, das brauche ich nicht. Fenster voll, Bitmodus ist perfekt. V-Sync an, FPS-Zähler brauche ich nicht. Bewegungs- und Schärfe da raus. Episch, 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 episch. So. Liebesjahr. Bill, lass mich bitte live das einstellen, wie der Sound ist. Ah, da muss man erstmal kurz rausgehen, okay. Ah, es kann ruhig noch etwas leiser. Ich denke mal, dass auch die Effekte leiser sein können. Sprache kann lauter sein. So, das finde ich in Ordnung. So, dann testen wir das doch mal. Wie gesagt, es ist jetzt nur ein Testen. Dementsprechend werde ich auf in Discord reinschreiben, ob das Spiel halt eben nicht fortgesetzt wird oder nicht. Es ist jetzt kein Anfang eines richtigen Projekts. Ne? Ich richte mich ja so ein bisschen nach Matches Adventskalender, weil das ja auch bei ihm Spiele an Testen größer als ist. Und ich will einfach Spiele von der Liste runter haben oder halt eben weiterspielen wollen. Händler regieren die Unterwelt. Ist das Deutsch? Ohne die Händlergilde würde hier unten das Chaos herrschen. Alles würde in totaler Anarchie versinken. Du denkst vielleicht, hier herrscht ohnehin Anarchie, aber nur, weil du die Ordnung nicht siehst. Ordnung ist das, was alle Gangmitglieder hier unten suchen. Aber eine Ordnung, die sie ändern können, in der sie ganz nach oben kommen können, damit sie nicht länger irgendein Niemand sind, der für Haus, Makropole und Thron schuftet. Hier unten herrscht eine Ordnung der anderen Art. Niemand will, dass die Enforcer oder noch Schlimmeres hier runterkommen, um uns die Regeln aufzuzwingen, die oben in der Makropolenstadt gelten. Also folgen wir lieber den Regeln der Gildenhändler. Ohne sie würde hier alles zusammenbrechen. Niemand würde einen Gildenhändler töten, es sei denn, er ist echt gefährlich oder echt verzweifelt. Und die echt Verzweifelten sind am gefährlichsten. Deshalb denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können.
Wir holen uns das Kopfgeld, das auf den Mörder von Maro Virex ausgesetzt ist, und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Denn Leute wie wir sind Agenten der Ordnung. Selbst wenn wir unterwegs ein wenig Staub aufwirbeln. Henry, ich habe auch gleich eine Aufgabe. Vertrau mir. Es wird sich lohnen. Fenrir, wenn du Lust hast, guck mal bitte in die geplanten Projekte, also bei mir auf Discord-Server, und nenn mir mal 2 Spiele. Also die ausgetestet werden sollen. Nicht die anderen. Ob du da sagst, okay, das ist so ein Spiel, woran ich Interesse hätte beim Zugucken. Einfach um zu wissen. Von der Lautstärke her in Ordnung, die Schuss, oder? Wenn ich jetzt rede, ist das noch in Ordnung oder ist das Spiel zu laut? Schau mal, ich kann den Hund streicheln. Verbinden. Jetzt kann ich mir einen Charakter erstellen. Bisschen leiser den Sound. Archer kennen? Nein. Zurück. Ich darf hier nicht zurück. Okay, ich mach gleich den Sound leiser. Muss ich mir jetzt jeden einzeln angucken? Das ist einfach nur die Opt, ne? Der hat einen Bart. Oldschool. Tödliche Herausforderung übrigens noch gering. Gegner Feuerkraft sehr hoch. Beutel und Credits sehr viel. Nee, danke. Klingt mal auf normal. Das kann ruhig höher, die Stimme war mir doch zu leise. Ich darf nicht schießen. Das ist es. Ja. Sicher? Sicher. Die Black Serpents verstecken sich da drin. Bist du dir sicher? Dass sie da drin sind oder dass wir sie fertig machen? Entspannt euch. Sind bloß ein paar Escher. Und dann ist Zahltag. Und dann ist Zahltag. Okay. Aber seid auf alles gefasst. Sind wir. Sie können nicht alle Zugänge sichern. Wir greifen von beiden Seiten und vom Boden der Kuppel aus an. Ihr zwei, diese Ebene. Ich gehe runter. Du und der Hund, was? Ja. Okay, dann los. Ich hab einen komischen Arm. Ich sehe die Wachen. Wartet, bis ich unten bin und erledigt dann so viele ihr könnt. Lasst sie wissen, dass sie umzingelt sind. Das war eine komische Statue. Mal wenn es jetzt geht's vom Sound her, ne? Ui, Alter. Ganz schöner Sprung. Geschifft macht nichts. Oh, das ist. Ui. Warm Badetag. Also keine Renntaste, alles klar. Leuchtfeuer auf deine Mission wirst du Kuppel. Läufer, Leuchtfeuer sehen. Sie markieren die meistgenutzten Pfade. Lass dich von ihnen auf dem Weg durch die Unterwelt leisten. Okay, die Dinger hier.
Das ist also Escher-Gebiet. Erklettern, okay. War das nicht? Ah. Okay. Ja, erst mal Spiel kennenlernen, ne? Okay. Muss einfach nur dranlaufen oder was? Vorwärtsbewegung, Leertaste gegen eine Wand. Okay. Wie bei Darksiders hier. Cool. Also bis jetzt ist das so, wo ich noch Ja sagen würde zum Spiel. Ich habe erst verwandeln gelesen. Mach die rostverdammte Tür auf! Gutes Verhandeln. Aber ja, das Warhammer-Universum ist eh ein bisschen, ne? Okay, also los. Wir sehen uns am Ziel. Drücke, um Truhen zu öffnen. Aus einer Truhe. Kommt wahrscheinlich noch. Dein Wert für Erforschung bestimmt deine Überlebenskunst, beeinflusst die Qualität der Beute, die du findest. Okay. Ah. Mann, hab ich viele Waffen. Ah, okay. Ich hab einige Waffen. Hab ich ein Inventar? Ich hab. Okay. Nein. Naja. Ah, okay. Halte E, um deine Waffe auszurüsten. Öffne Z, um das Waffen... Ja, hast du einen Spezialslot? Hast du einen Spezialslot für Waffen, die du direkt in deiner Mission ausrüstet? Alle anderen Beutestücke und Waffen, die du aufnimmst, kommen in deine Waffenkammer und sind am Ende der Mission verfügbar. Alles klar. Ausrüstung. Ah. Der Boss hat gesagt, der Tier. Also greif dir hier. Ich hab ihn, Jungs. Hier. Ich schock ihn hoch. Richtig. Ah, ups. Ich bin an den ersten Wachen vorbei und komme von Norden. Siehst du was? Jede Menge. Geh weiter. Er kommt von Norden, alles klar. Diese Goliaths sind lecker. Ups. War das nicht? Muss da runter, ne? Geht's hier, um ein Cybermeste zu rufen? Oh Gott, das... Alter, so, ne? Schnell, aber so? Leto, machst du das? Kann man das umstellen? Das ist echt langarschig. Beim Zielen... Danke, ich will die Empfindlichkeit ein bisschen höher haben. das kann ruhig aus sein. Wo bist du? Das ist mir immer noch zu langsam. Muss das noch ein bisschen schneller haben. Ansonsten ist alles an sich gut. Von der es ist selten, dass ich mal ein Spiel habe, wo die Empfindlichkeit sofort super ist. Also von den, ne, das da. Jetzt ist gut. Hier ist noch jemand. Und das ist ganz sicher kein Escher. Ich bin's nicht. Pass auf. Wo kommt die denn her? Wollte erstmal mich hier umgucken. Ist hier was? Aha, Geld oder so. Ist Fenrir noch da? Kann Fenrir sich nicht entscheiden? Fenrir? Ah, Ruhe.
Na, was haben wir denn hier? Statusobjekt? Irgendwas? Glücksbringer. Noch eine Iron Fist. Oh, what? Okay, das ist eine, das ist ein Upgrade. Danke für das ganze Geld. Erschreck mich nicht so, Spiel. Autoheilung. Für kurze Zeit, nachdem du getroffen wurdest, kannst du dich heilen, indem du feine Schaden zurück. Okay. Ah, cool. Dieser Zeitraum wird durch einen Grafikeffekt an deinem Handgelenk angezeigt. Alles klar. Hi. War das nicht? Drück dir mal die falsche Taste. Will mich nicht heilen. F. Ja. Ich wünschte, ich hätte eine Minimap. Inwiefern nimmt das Spiel, übernimmt das Spiel dein Part? Und Fenrir, ich hab dich, kannst du, wenn du möchtest, auf meinem Discord-Server bei geplanten Projekten, bei den auszutestenden Spielen, wenn du magst, kannst du mir zwei davon mal nennen. Die du sagst, für die du sehen wollen würdest. So erschrecken. Die ich doch, die du sehen wollen würdest. Oh, cooles Granate, alles klar. Ich bin nah dran. Mach schnell! Mir gefällt das hier nicht. Ich finde das immer lustig. Ja, hier entsperren. Du weißt, dass da Dark Souls mit drin stehen, da brauche ich gar nicht. Nein, nur die auszutestenden Spiele, die, nicht die, die bei gezeigt geplante Projekte. Die auszutestenden Spiele. Dass du da nicht irgendwas anderes. Ach, halten. Weil die Auszutesten sind die einzigen, wo ich nicht weiß, ob ich das überhaupt spielen wollen würde. Ne? Und die sind halt eben jetzt dazu da, dem erstmal überhaupt auszutesten, ob ich die sage, okay, da gehe ich weiter. Mache ich weiter, will ich weitermachen. Komme irgendwann wieder ran. Alles gut. ja, ich weiß, wie ein Stim funktioniert. Habe ich schon öfter eingesetzt. Das sind meine Freunde. Ups. Oder auch nicht? Waren das Feinde und Freunde? Ich hab ihn, Jungs. Ja.
Du hast gar nichts. Schnauze. Ey, ich helfe euch doch nur. Jum. War das nicht. Ein Beweis. Das war ein Hedy. So, da lang muss ich. Okay, dann will ich erstmal nicht dahin. Ich mag auch die Umgebung hier und so, alles ist cool. Sonnenkulisse vollkommen in Ordnung. Okay, irgendwas gefunden. Kennt tue ich davon nichts, aber auf den ersten Blick hört sich Creed voll interessant an und Hunter Demon's Forge auch. Juggerstack kenne ich schon, wäre aber gespannt, wie dein Weg in dem Spiel so aussieht. Ja, okay, ich weiß, dass Jugger's Tale kein sehr langes Spiel ist. Also es würde wahrscheinlich einem Rutsch durchgehen. Das Spiel ist cool. Von Design her bisher. Ich weiß nur nicht, wie das passiert, dass die hier lang rutschen, obwohl die Rollen hier dauerhaft rutschen. Wahrscheinlich sollte ich die nicht berühren. Oh, es ist grell. Designmäßig ist das Spiel bisher. Ich hab noch eine Runde Abschaum. Ich werde sie nutzen. Ich werde dich auch benutzen. Was? Es endet so teilweise doch an, ja, so dieses typische Doom, Half-Life, Leben, etc. Bisher. Nur würde ich echt, ich hätte echt gerne eine Minimap, um zu wissen, wo Gegner sind. Das fehlt mir hier dezent. Hier Neustart zum Quartier Stims kaufen. Ah. Man kann maximal 3 haben, alles klar. Was zur Hölle ist da los? Hab's gehört. Bin unterwegs. Also man hat eine weiße Umrandung bei Gegnern, das ist es jetzt nicht, ne? Man erkennt es halt so relativ. Trotzdem. Das hat das Spiel auch.
eine gute Frage. Necromunda, hat das einen Koop? Nein, ist reiner Einzelspieler. Oder welches Spiel meinst du? Bin ich. Alter, so kommen die her. Aha, ich bin jetzt auch im Spawn. Ah. Mein Kraftwert ist voll. Verdammt! Ich brauche Hilfe! Jetzt! Ah, ganz ruhig. Sind dir ein paar Escher schon zu viel? Was ist los, Leto? Es sind keine. Wie viele seid ihr? Oh. Fahr zur Hölle! Da bin ich schon. Verdammt! Leto! Leto! Mist. Ich hätte alleine arbeiten sollen. Allein ist immer am besten. Hi. Lass den Kleinen seinen Spaß haben. So, ich hab sie getötet. Gut geworfen. Hast du nichts dagegen? Okay. Wow, Gott. Das hier ist besser Gebiet. Das ist gar nicht dein Gebiet. Das ist mein Gebiet jetzt. Okay, ich darf den nicht Nahkampf machen. Keine Medikits mehr. Oh, Scherze, habt ihr doch gehört hier. Da. Piu, piu, piu. Da. Kann ich nicht mehr aufheben, okay. Uff. Uff. Boah, ich hasse solche Sprünge dann irgendwann auf einem gewissen Punkt. Ziel nicht erreicht? Was für ein Ziel?
Gefällt mir nicht. Warum darf ich das nicht aufheben? Oh. Abwärts? Abwärts. Sieht aus, als ob du auf der falschen Seite stehst, Abschaum. Was hast du dir bloß davon erhofft? Okay, das war die erste Mission. Wie weit ist ein Doom? Okay, Doom dauert noch etwas. Was Fenrir? Fenrir wollte Greedfall und Hunted. Okay. Greedfall. Greedfall war auch auf Steam, ne? Hatte ich ja runtergeladen, genau. Oh. So. Versteht das jetzt hier nicht ganz? Achso, das kann ich da reinsetzen. Ah. Kann mich also mit der Zeit mehr ausrüsten. Wenn du sie gerade einen Feind tötest. Kommt da unten rein, okay. Auch welche mit 1% und 3 ist einiger. Also ich kann, entweder kann ich einige ausrüsten oder es sind halt eben so gewisse Durchwechseln. Bin mir unsicher. Ich muss dafür erstmal alle aus. Meine, was... Wird's schaden? Wahrscheinlich gar nicht. So, Pistolen. Und einfach habe ich was, ja, die Striker. Sonst nichts? Ah, ich bin nicht gestorben. Okay. Und irgendwas. Ne, verstehe ich noch nicht ganz. Okay. Ach, und oben links haben wir etwas Story. Hintergrundwissen. Wer ist da? Oh, du kennst mich. Verdammt. Jericho, wo bin ich? Martyrs End. Martyrs End? Martyrs End. Jenseits von Thorians Kuppel. Jenseits der Dead Zones von Delta 7. Nicht da, wo du sein willst, schätze ich, aber besser als wo du sonst wärst. Glaube mir. Besser als wenn ich dich nicht getroffen hätte?
Ich hab dich gerettet. So fühlt es sich aber nicht an. Das hängt davon ab, wie du denkst, dass sich der Tod anfühlt. Du scheinst es ja kaum erwarten zu können, das rauszufinden. Schluss mit dem Geschwätz. Was ist passiert? Immer mit der Ruhe. Dafür ist später noch Zeit. Jetzt solltest du dich erstmal erholen. Vergiss nicht, dass du beinahe verreckt wärst. Ich lasse euch beide jetzt allein. Direkt vor der Tür ist eine Kneipe. Blessed Temple. Dort können wir weiterreden, wenn du bereit bist. Bereit wofür? Das erfährst du noch früh genug. Hübsches Schwert. Das ist jetzt sowas wie der Hub. Ey, ich will wieder da rein. Was sehen Sie schon? Nur das gewöhnliche Spektrum. Nutzlos. Wer bist du? Wo bin ich hier? Ich bin Malakachion. Sie können mich Malak nennen. Ich bin ein Chirurgion und das ist meine Praxis. Sie können froh sein, hier zu sein. Verdammt. Ein Rogue Doc. So kann man es auch nennen. Was hast du mit mir gemacht? Nichts, was nicht sein musste. Naja, vielleicht etwas mehr als sein musste. Das ist eine beeindruckende Sammlung von Bionics. Die Arbeit damit wäre das reinste Vergnügen gewesen, ohne all das blutige Fleisch im Weg. Danke. Ich bin sicher, früher war mehr davon da. Ihr Freund hat recht. Cal Jericho? Nicht mein Freund. Dennoch hat er recht. Normalerweise wären ihre Verletzungen tödlich gewesen. Nur dank ihrer Bionics sind sie noch am Leben. Trotzdem wird es noch etwas dauern, bis sie sich erholt haben. Auch die Gewöhnung an die Veränderungen. Was? Einige kleine Anpassungen. Ein interner Behälter, ein Gehirnimplantat. Wenn Sie sich erstmal daran gewöhnt haben, werden Sie sie nicht mehr missen wollen. Ein Gehirnimplantat? Wo zur Hölle kommt das her? Von Ihrem Freund, Cal Jericho. Er ist nicht mein Freund. Oh, ich denke schon. Wenn Sie erstmal geheilt sind, werden Sie mit diesen Bionics unglaubliche Dinge tun können. Aber vermutlich sind ein paar kleine Anpassungen nötig. Nichts klappt gleich beim ersten Mal. Nicht bei den Materialien, mit denen ich arbeiten muss. Kommen Sie wieder zu mir, wenn Sie wissen wollen, wozu Sie wirklich fähig sind. Okay. Ah, oh, man kann diese Sachen... Kletterer Hakenpfeffer. Okay. Eisenköder. Magnetisches System, mit dem der Kopfgeldjäger wertvolle Materialien unter Wert anziehen kann. Zieht Munition, Energiezellen, Granaten, Credits und Schmuck an. Wohnungschance auf zusätzliche Beute beim Töten von Feinden. Suspensor. Das habe ich wahrscheinlich alles schon, ne? Das Eisenköder und das. Befinden sich im Handgelenk, verbessern das Gleichgewicht und reduzieren den Rückstoß, was die Genauigkeit von Waffen für kurze Zeit erhöht. Winkel für automatisches Zielen 66, was? Wird bei Wandlauf, Wandsprung oder Rutschen automatisch aktiviert, bietet eine Zielhilfe. Ui. Eine weitere Adaption des internen Speichers, durch die er zusätzliche Energie in kleinen Störimpulsgenerator umleiten kann, sendet einen elektromagnetischen Impuls aus, der viele Energiesysteme gut schließen kann. Deaktiviert feindliche Kraftfelder und betäubt Gegner. Ich darf hierauf, darf ich nicht mal. Bionische Arme sind besonders seltene Geräte, die Stärke, Grifffestigkeit und Geschicklichkeit des Arms deutlich erhöhen. Erhöht die Gesundheit des Kopfgeldjägers. Alles klar. Dann gibt es noch Luminen, was auch immer. Die Beine, intern, Gehirn, Kraftfeld. Ach du Scheiße. Schärfte Sinne. Spieler bewegt sich immer noch normal, aber alles herunter läuft im Side-Drop. Oh, das ist, sowas ist cool. Dieses Implantat wird gewöhnlich für jeden verwendet, die Befehle erteilen oder Ankündigungen verkünden. Ermöglicht es Kopfgeldjäger, Gesprächspartner leichter zu überzeugen und höhere Kopfgelder zu halten. Oh, sowas ist immer wichtig, finde ich. Das ist immer wichtig. Also ich, sowas versuche ich in sämtlichen Spielen immer zuerst hochzumachen, weil es ja dem wirklich so viel bringt im, meistens. Ein Implantat nutzt zusätzliche Energie und die Ressourcen anderer Bionics des Charakters. Bionische Auge und Zielsuche, Relays, bionische Arme und Waffen, Suspensoren für beinahe perfekte Zielsicherheit. Für kurze Zeit visiert er die Waffe Feinde genau an. Bis 4 Sekunden, ist also eine Fähigkeit.
Und das ist auch eine aktive Fähigkeit. Dieses Implantat publiziert die Wirkung von Sensorsystemen für übermenschliche Wahrnehmung. Scannt das Gebiet nach nützlichen Objekten, zeigt Kuppelläufer-Signalfeuer an, zeigt auch Sprengfallen mit Fallen versehene Truhen an, springt Nachtsicht und höhere Chance, Feinde zu entdecken, erhöhen die Chance auf kritische Treffer. Intern. Autoheilung? Ah, damit habe ich eine Heilung, wenn ich ja dem getroffen werde. Okay. Würde ich für kurze Zeit nach erlitten treffen, das Wiederherstellen von LP. Okay, also wenn ich getroffen werde, das heißt, Anführungszeichen, ne? So, dann wird meine Hand dem rot leuchtet, dass ich dem dann, wenn ich Gegner treffe, so wie die graue Gesundheit oder die weiße Gesundheit bei Lords of the Fallen, also, was er dem dann nur für eine gewisse Zeit lang da ist. Ah. Nimmst weniger Schaden, wenn dein HP niedrig ist. Okay. Ist auch interessant. Ups. Möglich was? Ich habe Doppelsprung. Chance, die bewegen Schaden aus. Okay, alles klar. Hi, DevGuide. Okay. Schnelligkeit und Sprungkraft. Weit, okay. Es wird auf jeden Fall noch interessant. Stoßschock, das ist, ja. Und kommen Sie vorbei, wenn Ihre Bionics sich seltsam anfühlen sollten. Tatsächlich, Alter. Wobei dann bestimmt das Fleisch das Problem ist. Was haben wir denn hier? Aha. Hau euch aus. Und dass ihr es wisst. Uhahaha. Was seid ihr? Lasst ihr auch euer Geld einfach so herumliegen. Shadow. Das ist der Teil, der mich stört. Wuff, wuff. Und Fenrir sagte, es sieht aus, als hätte man noch eine Fledermaus mit reingemischt. Obwohl ich die Fledermaus jetzt nicht so sehr sehe. Blaukerzen, hi. So, mit dir haben wir geredet. Sowas, bevor sie den Das sind erstklassige Waffen. Doch ihre früheren Besitzer haben nicht genug an die Ohren. Ja, gut. Erst der Glaube setzt ihr Potenzial frei. Zeig mir, was du hast. Und jetzt zieht sie sich aus. Nein, das meinte ich doch gar nicht. Die Schrotflinte, Ich mag Schrotflinten. Das ist einfach eine bessere Variante. Ich hole mir die Schrotflinte. Dahin. Du und deine Waffen. Sie sind gesehen. Und nun geh, mein Kind. Achso, ich muss sie erst noch ausrüsten oder so, ne? Ja, und sie haben es uns wieder abgenommen. Zu schade. Ich habe ein schönes Versteck gefunden. Und jetzt, mit der neuen Anführerin, holen wir es uns zurück. Und du bist? Ein Kuppelläufer, den ich kenne, hat mir von seltsamen Vorkommnissen draußen am Friedhof der Ausgräber erzählt. Hä? Ich kann dich über... Okay, du bist einfach nur... Charakter, der existiert. Und du existierst einfach nur ohne was zu reden. Was soll ich da hinten verwenden? Will ich das? Trotzdem kommen noch immer genug Schatzjäger hierher. Yeah. Sie sollten es mittlerweile echt besser. Hey, da gibt's die Waffenhändlerin, da gibt's dich. Bleibt weg. Der Kuppelläufer, ansonsten gibt es hier nichts, okay. Auch dein Freund Cal könnte mal seine Rechnung begleichen. Sag's ihm, wenn du ihn siehst. Sag mal, was du tun kannst. Es geht um einen Mastiff. Es geht um einen Mastiff. Mastiff, sorry. Ich kann den also auch upgraden oder was? Was? Ich könnte Yolanda fragen, aber... Okay, ich kann ihn optisch ändern, alles klar. Noch ein Drink? Zeig mir, was du tun kannst. Was kannst du ändern? Kopfgeldjäger.
So, mein Farbschema. Das sieht cool aus. Gut. Also nur rein für optisch ist sie ja, da, alles klar. Der alte Ironfort hat gesehen, danke fürs Geld. Gebracht haben. Der Imperator allein weiß, was der Kurpfuscher mit ihm gemacht hat. Das ist schön. Ja, komm dann. Hi. Okay. Sag, du siehst irgendwie anders aus. Warst du wieder beim Rogue Dog? Du bist süchtig nach ihm. Mhm. Mach's nix. Du kannst Jake. Alles klar. Das ist ein ziemlich hohes Kopfgeld. Klingt, als wäre es verdient. Hab gehört, einige von ihnen sind da draußen abgekratzt. Und angeblich will, du weißt schon, wer es auch haben. Wer? Du weißt schon. Was? Voldemort? Nein. Wer? Jericho. Achso. Oder Voldemort. Und was bist du? Eine perfekt angepasste Waffe ist unbezahlbar. Okay. Wer seine Ausrüstung vernachlässigt, vernachlässigt seine Pflicht dem Omnisire gegenüber. Zeig mir, was du tun kannst. Wie kann ich... Wieso ist die nicht ausgerüstet? Glücksbringer. Okay. Ist klar. Das würde Stabilität erhöhen und die Handhabung und Durchdringung und Reichweite verringern. Alles klar. Kann man also die Sachen upgraden? Okay. Da unten, ne? Weil wenn du die Farbe des Lasers. Okay, alles klar. Ja, das ist cool. Ich kann die sogar umbenennen. Ach, da oben. Gut, das ist Iron Fist. Deine Waffen sind gesegnet. Und nun nutze sie. Ja, gut. Wir verstecken uns einige Zeit hier. Ja. Sörden bringt die anderen weg. Ich zeig dir mal, wenn man runterfällt. Sobald ich sicher bin, dass uns niemand folgt. Außerdem können wir so die Dinge im Auge. Ah, testen. Probier den Maglev-Spooler. Okay, wenn du mir sagst, wie ich das nutzen kann. Ja, das habe ich. Ah, ich soll damit jetzt. Hier hoch, okay. Das. Er ist wirklich schwer zu treffen. Ich frag mich nur, warum. Ich weiß es ja nicht. Wie fällt er denn aus? Hier also nicht. Hab's gemacht. Gut, dass ich einen Doppelsprung jetzt habe. Aha, jetzt kann ich hier meine Ausrüstung wechseln. Ich hoffe, ich werde die Shotgun mit dabei haben. Und eine der Striker. Und die. Ich will bitte Lehm und Rüstung haben.
Immer gut. Die Waffen anpassen. Ah, ist genauso. Ah. Ich habe erst leichte Unterhose gelesen. Ich so, was? Ja, erstmal verwirrt sein. Okay. Die Ausstattung. Schatzkarte. 12.000. Niemand weiß, ob diese Karte echt sind oder nicht, aber sie zeigen auf jeden Fall den Ort von irgendwas an. Fängt wird beim Öffnen einer nicht mit einer Fallen versehen und entschärften Tor automatisch verbraucht und die bringt mehr Beute. Ah. Okay. Gut, ich kann jetzt die Waffe hier nicht testen. Das ist die Shotgun, ne? Die hat 20 Schuss nur. Die Iron Vipers glauben. Hi. Hey du. Wild Snake. Du gefällst mir. Du kannst das Schild lesen. Nein. Was steht da? Nur für Gäste steht da. Aber keine Sorge. Du kennst das Codewort. Du bist praktisch schon einer. Du kannst wohl hell sehen, aber psst. Ich sag keinem, dass du Mutie bist. Hier, bitte. Wild Snake. Wie viel? Dein Freund hat schon für dich bezahlt. Helmos Zähne. Was habt ihr denn alle? Er ist nicht mein Freund. Ich sag ja. Hellseher, das hast du unheimlich schnell begriffen. Aber wie auch immer, dein Getränk ist jedenfalls bezahlt. Geh und sprich mit ihm. Er sitzt da drüben. Und hey, falls du je wissen willst, was hier so abgeht, komm zu mir. Danke. Wie heißt du? Nenn mich einfach Wildsnake Priestess. Okay. Langer Name. Ich könnte Yolanda fragen, aber... Aber? So? Mit dir sprechen. Jetzt. So, bereit zu reden? Darüber, wie du mich fast umgebracht hättest? Wie ich dich gerettet habe. Und Betel? Und Leto? Nein. Die nicht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, sie mitzunehmen. Man soll immer allein arbeiten. Und jetzt schieß los. Was ist da oben passiert? Diese Escher-Gang, die wir für dich erledigen sollten, war nicht allein. Ja. Denke ich auch. Wer? Der Mörder von V-Rex? Vielleicht. Das heißt, ich denke ja. Die Black Serpents arbeiten mit einem Gesetzlosen, einem sehr gefährlichen noch dazu, der sich Silver Talon nennt. Du wusstest, dass er dort war? Nein, wusste ich nicht. Die Black Serpents sind seine Schläger. Ich dachte, die bringen uns auf eine Spur. Ich hatte nicht erwartet, dass V-Rex Mörder verrückt genug wäre, noch hier rumzuhängen. Also waren wir dein Köder? Nein, nichts dergleichen. Außerdem warst du nur zu bereit, den Job anzunehmen. Maru und sein Bruder spezialisieren sich auf Archeotech. Gutes noch dazu. Und kontrollieren praktisch den gesamten Handel hier. Seine Karawane wurde weniger als eine Stunde von hier überfallen. Also dachte ich, wer auch immer dafür verantwortlich ist, wäre längst über alle Berge. War wohl ein Irrtum. Und in der Zwischenzeit gibt es hier ein paar Gangs, die mehr riskieren als sonst, um sich einen Namen zu machen. Die Black Serpents, die Escher von vorhin und ein paar Orlok-Gangs, die Iron Vipers und die Scrapjacks. Du denkst also, die arbeiten auch für Silver Talon? Ich denke, sie sind verdammt kühn. Fast so, als ob jemand will, dass sie Ärger machen. Und nachdem Silver Talon noch hier ist... Und du denkst, Silver Talon hat V-Rex umgebracht? Oder den Mord befohlen, ja. Verdammt! Ich merkte, dass da was faul war. Von einer anderen Spur, die ich verfolgt habe. Sobald mir das klar war, bin ich los, um dich zu warnen. So habe ich dich gefunden. Leider zu spät. Denkst du? Hm. Dieses Gehirnimplantat. Wo kommt es her? Ich habe es den Black Serpents abgenommen. Vielleicht wollten sie es verkaufen. Oder es ist etwas, hinter dem du weißt schon, wer her ist. Deshalb ließ ich es dir einpflanzen. So finden wir auf jeden Fall heraus, was es damit auf sich hat. Erst rettest du mir das Leben und dann servierst du mich auf dem Silbertablett? Nein, danke. Schade, denn ein anderes Angebot wird's nicht geben. Dann bin ich raus. Danke für den Tipp zu Silver Talon. Ein weniger großzügiger Mensch würde darauf hinweisen, dass du in meiner Schuld stehst.
aber nicht ich. Hör zu, wir beide könnten hier ein Vermögen machen. Allein kriegst du das nie. Wetten doch. Oh, ich würde sofort wetten. Aber wenn du verlierst, womit willst du mich bezahlen? Also denk dran, mein Angebot steht. Und du weißt, wo du mich findest. Hm. Ah. Okay. Ich glaube, Maus hast du. Ich könnte das also auch umlegen, wenn ich ja den Medipack nicht auf F haben will. Scheint oder so. Hi, Benny. Ist gespürt. Spiele für Erwachsene, wo sind die Bubis? Das hier ist ein neutraler Ort, klar. Ja. Keine Kämpfe, Schießereien oder Todesdrohungen. Was, Bubis? Die haben alle ihre Bubis verdeckt. Tut mir leid. In Momenten wie ach, diesen auch noch Bubis. Ich Scabs. Musst du akzeptieren, dass du Spiele für Erwachsene spielst? What? Musst du akzeptieren, dass du Spiele für Erwachsene spielst? Warum sollte ich keine Spiele für Erwachsene spielen? Da hast du auch noch Brüste. Bitteschön. Ja. Also ein Bubu spielt gerade, wo ND steckt, weil... Also ein Bubu spielt gerade, wo ND steckt, weiß ich nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, Fenrir. Ach nee, von Twitch aus musste ich was... Achso, ja, klar, weil das hätte eben ab... ne. Dieses Spiel für Erwachsene, das für einige Zuschauer möglicherweise nicht geeignet ist. Ja, das stimmt. Also ein Bubi spielt gerade, wo ND steckt. Ach so. So. Ich will ein Sumpfkrog. Denk mal, dass ich das Spiel auch weiterspielen werde. Zugriff verweigert. Gesucht. Tot oder lebendig. 250.000? Darf ich das annehmen? Ich darf mit dir nicht reden. Warum nicht? Also es kommt auf jeden Fall auf die Liste, dass ich das weitermachen werde. Aber, ja. Aber erstmal genug, ja, es ist wieder, das ist ja jetzt nur antesten, ne?